Der Begriff Vielfalt bedeutet für mich, verschiedene Menschen mit verschiedenen Migrationshintergründen oder verschiedenen Herkunftsländern, auch verschiedene Lebensarten. Vielfalt bedeutet für mich, dass man alles machen kann, worauf man Lust hat, auch in Bezug auf Hobbys, auch Musik, Kleidungsstil. Verrückt, bunt und durchgeknallt. Vielfalt ist einfach ein vielfältiger Begriff und man kann das mit Kultur, man kann das mit Sexualität, man kann das mit sehr vielen verbinden. Und ich finde, dass jeder Mensch ist ja ein Individuum und jeder Mensch ist vielfältig und zusammen sind wir einfach ein vielfältiges Zusammensein. Ich bin Sabrina, komme aus Mülheim, bin 17 Jahre alt und gehöre den Punks an. Das ist für mich das Freisein, das gegen alles, was mir nicht passt, sein und einfach so zu sein, wie ich bin und mich nicht in irgendwelche Schubladen reinzustecken. Ja, ich erlebe fast nur Vorurteile, das ist ziemlich extrem eigentlich mittlerweile. Wie bin ich an Yoga gekommen? Das war damals der Schul-AG und meine Lehrer meinten doch, ich habe ein Aggressionsproblem, ich sollte doch bitte Yoga machen. Und hatte da erst überhaupt keinen Bock drauf und habe da nachher so viel Spaß dran gefunden, dass ich halt Yoga weitergemacht habe und heute noch Kontakt mit der damaligen Lehrerin habe und das halt mit der öfters noch mache. Boah, was will ich später machen? Ich will Piercing-Tätowierer machen und gehe halt zurzeit auf eine Kunst- und Farbgestaltungsschule und will das halt versuchen so umzusetzen, auch wenn es kein Ausbildungsberuf ist, mich da halt irgendwie reinzubewegen. Ich heiße Sarah, bin 15 Jahre alt, komme aus Dormagen und ich spiele Fußball, Badminton und Geige. Die meisten haben kein Problem damit, dass ich Fußball spiele, aber es gibt auch viele Leute, die Kritik daran haben. Die sagen dann zum Beispiel, ja, Fußball ist kein Mädchensport, das können die doch gar nicht oder die haben sowieso Angst vor Bällen und das klappt alles nicht. Mit Vorurteilen gehe ich so um, dass ich die meistens ignoriere oder sage, also, dass es ja meine Sache ist, was ich für ein Hobby mache und dann sollen die mich auch lassen. Das geht nicht eigentlich, also es geht denen nichts an. Ich bin vielfältig in meiner Familie, da mein Papa aus Sri Lanka kommt und meine Mutter aus Deutschland und ich so verschiedene Kulturen habe und auch auf verschiedene Feste gehe und so. Also ich bin Heider Gensch, ich bin 15 Jahre alt, lebe in Dortmund und gehe zurzeit auf eine Realschule. Ich fühle mich halt als Deutschkurde, weil meine Eltern eine kurdische Abstammung haben, aber wir hauptsächlich Deutsch zu Hause sprechen und ich auch mit meinen Freunden auch nur größtenteils Deutsch spreche. Also ich wollte schon immer als kleiner Junge schon Gitarre spielen lernen und dann habe ich letztes Jahr eine geschenkt bekommen und habe es mir dann halt selbst beigebracht. Ja. Meine Lebensart unterscheidet sich von den anderen jungen Männern, indem ich mehr für meine Bildung tue als viele. Mir ist meine Bildung wichtig, weil ich schon immer ein sehr wissbegieriger Mensch war und es mir auch sehr viel Spaß macht, etwas Neues zu lernen. Außerdem möchte ich mal später einen guten Beruf erlernen, um dann auch eine Familie gründen zu können und mich auch gut um diese zu kümmern. Hi, ich bin Vi, ich bin 17 Jahre alt, gehe aufs Gymnasium in der 11. Klasse. Ja, bin bei der Flüchtlingshilfe und in der Schule mache ich auch gerne was mit anderen. Also ich bin auch sozial engagiert. Ich bin auch sprachbegabt, also ich spreche gerne, also ich spreche 4 Sprachen und habe 5 Sprachen gelernt. Also meine Sprache nutze ich dazu, dass ich natürlich anderen Schülern Nachhilfe gebe, zum Beispiel im Lateinunterricht. Und aber auch, ich habe einer Freundin jetzt Vietnamesisch beigebracht. Die kann jetzt von 1 bis 5 Millionen oder so zählen. Das ist eigentlich ziemlich einfach. Und das ist einfach ein Vorteil davon, dass man halt so viele Sprachen kann. Man sagt ja, Asiate kann Mathe und sowas, aber ich persönlich, ich hasse Mathe seit der 10. Klasse und ich entspreche nicht diesem Klischee.